Im Chemieunterricht nehme ich ebenfalls keine räumliche Trennung vor. Alle Schülerinnen und Schüler sind in der Klasse und lernen gemeinsam. Auch im Chemieunterricht ist es davon abhängig, inwieweit ich zielgleich und zieldifferent unterrichte. Generell unterrichte ich natürlich zieldifferent. Ich kann auch Phasen einbauen, wo ich die Förderkinder zielgleich fördern kann. Ich möchte schon gerne erwähnen, dass ich in der 8. Klasse, es war mir möglich, in der 8. Klasse zielgleich zu unterrichten. Eine Sonderpädagogin hat unterstützend mitgewirkt, vor allem wenn die Schülerinnen und Schüler Aufgaben schriftlich bearbeiten sollten, hat sie zusätzliche Tipps und Hinweise gegeben. Oder beim Experimentieren, wenn die Experimente ungefährlich und einfach waren, dass sie dabei stand und geschaut hat, ob die Experimente richtig ausgeführt werden. Also es ist auch im Chemieunterricht möglich, zielgleich zu unterrichten. Ja, im Chemieunterricht lernen die Förderkinder ebenfalls Fachbegriffe, denn alle chemischen Geräte, Konzepte, Modelle und die Chemikalien haben einen speziellen Namen. Also Fachbegriffe umzugehen ist natürlich gelegentlich möglich, auch wenn es darum geht, Aufgabenstellungen zu erklären. Aber die Kinder müssen ebenfalls wichtige Fachbegriffe lernen, ohne die zu überfordern. Vor allem besonders beim Besprechen, Diskutieren oder Wiederholen von Unterrichtsinhalten geht es nicht ohne Fachbegriffe. Ich biete da in der Hinsicht, wenn es darum geht, Versuchsprotokolle zu verfassen, Sprachhilfen an, zum Beispiel Vokabeln für die Durchführung, Abwiegen, Abmessen und zusätzliche Erläuterungen. Was bedeutet Abwiegen, Abmessen? Oder schon Formulierungen wie Satzverknüpfer, je desto oder erst werde ich das machen und danach das, also wenn dann Sätze, das gebe ich ebenfalls vor oder ich habe dann das Versuchsprotokoll ein wenig vorstrukturiert, dass die wissen, dass Beobachtung nach der Durchführung kommt. Ja, also das ist auch hilfreich. Ja, einen inklusiven Chemieunterricht zu verwirklichen, ist aufgrund der Besonderheiten nicht trivial. Das kann ich schon mal sagen. Denn im Vergleich zu dem Matheunterricht gibt es einfach viel größere Hürden, wie zum Beispiel die mit dem Experimentieren einhergehenden Gefahren oder die Komplexität der Erklärungsmodelle und Konzepte und die Gleichzeitigkeit der Betrachtungsebenen. Es gibt ja die Phänomenebene, Formelebene, andersherum Phänomenebene, Teilchenebene und die Formelebene. Dass wir immer wieder da hin und her switchen müssen, ist auch sehr, sehr schwierig. Und universelle Rezepte für einen inklusiven Unterricht gibt es nicht. Aber ich weiß, dass es erprobte Methoden und Materialien gibt, die definitiv den Lehrkräften zumindest Anregungen und Unterstützungen bei der Umsetzung von Inklusion bieten. Ja. Bevor ich Gedankenexperimente durchführe, überprüfe ich zum Beispiel mit Konzept-Cartoons, welche Präkonzepte die Schülerinnen und Schüler zu dem aktuellen Thema bringen. Ich kann sagen, dass die Durchführung der Gedankenexperimente möglich ist und ein Gedankenexperiment ist einfacher durchzuführen, wenn die Phänomene den Präkonzepten der Schülerinnen und Schüler anknüpft oder anknüpfen. So.
Beim Planen eines Experimentes beachte ich besonders die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler. Es hat für mich einfach die höchste Priorität. Dann schaue ich, inwieweit ich die Förderkinder in Versuche in den Experimentierphasen integrieren kann. Es ist so, dass es nicht immer gelingt, alle Schülerinnen und Schüler in Versuche einzubinden. Es ist aber auch abhängig von dem aktuellen Thema. Manchmal ist es gar nicht möglich, Experimente durchzuführen. Und bei Kindern zum Beispiel, die auch eine körperliche Behinderung haben, sind Integrationshelfer mit dabei, die die Schülerinnen und Schüler beim Experimentieren unterstützen. Dabei sagen allerdings die Schülerinnen und Schüler, wie die Integrationshelfer vorzugehen haben. Das ist wichtig, dass man das auch berücksichtigt einfach. Und nicht sofort eben, damit man eben die Sicherheit des Kindes nicht gefährdet, dass der Integrationshelfer damit hilft. Das Beibringen von Strukturformeln oder vor allem der chemischen Gleichungen ist wirklich die herausforderndste Aufgabe für viele Chemielehrkräfte überhaupt. Da muss ich sagen, dass ich mich selber an vorgegebene Lehrmaterialien orientiere und ich versuche durch einige Veränderungen diese an die Förderkinder anzupassen. Und ich setze auch gerne Modellbaukasten ein, damit die Strukturen von gewissen Molekülen visuell auch betrachtbar sind für die Förderkinder. Zudem wird aber auch wirklich gleichzeitig das räumliche Denkvermögen gefördert. Ja, das ist auf jeden Fall eine herausfordernde Aufgabe, weil wir Lehrer viele Faktoren beachten müssen. An erster Stelle steht natürlich immer die Kosten. Die Kosten müssen einfach in der Klasse jedem Budget passen. Danach wird geschaut, inwiefern der Lernort interessenorientiert ist und wie wir diesen außerschulischen Lernort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, ob es einfach und schnell geht. Also diese Faktoren müssen berücksichtigt werden. Und damit eine angemessene Betreuung aller Schülerinnen und Schüler gegeben ist, sollte auch immer ein Sonderpädagoge mitfahren. Ich möchte da allgemein antworten. Inklusion ist im Matheunterricht, aber auch im Chemieunterricht sehr komplex und schon herausfordernd. Vielleicht sollte Inklusion in den naturwissenschaftlichen Fächern, wo es noch nicht so bewährte Konzepte gibt oder zur Verfügung gestellt werden oder auch Lehr- und Lernmaterialien noch nicht so zur Verfügung gestellt werden können, dass Inklusion in diesen Fächern langsamer angegangen wird.